Es ist mal wieder Zeit für unglaubliches Tech-News-Video, was auch immer, Hauptsache News und Nachrichten. Es dürfte sich ja herumgesprochen haben, ich bin ja mittlerweile sehr erfreuter, fröhlicher Apple-User sogar. Wenn ich mal mit Ubuntu oder Linux im Allgemeinen arbeite, sieht das bei mir sogar auch aus wie Apple. Yeah, crazy. Und ich bin ja ganz großer Freund der alten Mac Pros. Alte Mac Pros muss man mittlerweile ja sagen, weil 2013 gab es das letzte Update. Oh ja, das ist alt. Die Dinger sind nach wie vor noch Monster, also man kann sicherlich immer noch relativ viel damit tun. Also gerade 6 und 8 Core, ich glaube bis zu 12 Core lässt sich das erweitern und man kann da mehrere Grafikkarten reinbasteln, aber für die 4.000 bis 8.000 Euro kriegt man vielleicht gar nicht mehr so viel geboten für sein Geld. Aber Apple hat jetzt angekündigt, und zwar eine radikale Neuentwicklung des Mac Pro für nächstes Jahr. Bin total psyched und auch seit einer Ewigkeit wird Apple dazu wohl auch Displays anbieten. Ja, ich habe es damals mal auf Arbeit nachgeschaut, so ein Standalone-Display, was man mit einem zweiten Monitor nehmen konnte, hat ja auch irgendwie selbst 1.000 Euro gekostet. Das so ungefähr, die sollen ja aber auch sehr gut gewesen sein. Ich persönlich habe noch nie vor einem gesessen von einem Apple-Display. Also. Ja. Apple spricht da bloß von, wie gesagt, einem ganz krassen Überdenken des Mac Pros mit modularem Design, kann man jetzt. Da hat er mal gesagt, was das bedeutet. Und dieses Jahr wird es noch neue iMacs geben. Oh yeah. Die ja mittlerweile fast für viele Leute den Platz des Mac Pro eigentlich eingenommen haben. Weil ich meine, man bekommt es ja auch als mächtigen Quad-Core mit einem i7, mit einer schicken Grafikkarte drin. Also die Dinger sind schon ernstzunehmende Rechenmaschinen geworden. Oh yeah. Auch aus dem Grund, dass man zum Beispiel jetzt, wenn man zwei Grafikkarten drin hat, das bringt jetzt nicht so krass den Unterschied meistens im Gegensatz zu einer Grafikkarte. Außer natürlich bei irgendwelchen typischen Rendervorgängen und so weiter und so fort. Da hat dann zum Beispiel zwei Grafikkarten den großen Vorteil, aber ansonsten ja, kann man sich halt auch einen schönen normalen iMac holen und ist damit gut bedient. Ja, definitiv. Also für viele Pros wird es definitiv ausreichen. Aber manche suchen eben doch noch dieses Stück mehr. Also ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt wirklich die ganze Zeit nur da sitzen würde und in Motion irgendwelche 4K Sachen rendern müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch überlegen, vielleicht wäre so eine zweite Grafikkarte ja nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ganz große weitere Apple News, das iPhone 8 ist ja mittlerweile krass angekündigt, wird ja wohl auch dieses Jahr veröffentlicht. Man spricht mittlerweile von wahrscheinlich 3 bis 4 unterschiedlichen Varianten davon. Normale Varianten, die ein wenig eher vorgestellt werden, Richtung Oktober. Und dann die komplett touchable OLED-Variante, also das ganze Ding ist nur ein Touch-Display, dann im November wahrscheinlich. Und der Preis soll wohl unter 1.000 Dollar liegen. Ja, das ist eigentlich recht interessant, weil man ja mittlerweile schon fast bei 1.000 Euro angekommen ist bei den vorherigen Modellen. Man bleibt sich da, obwohl man durch 1.000 Euro ist immer noch eine Steine Geld, aber man bleibt sich da doch ein wenig treu. Ja, also finde ich keine schlechte Entwicklung. Also wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dieses reine Touch-Display OLED, die Variante, interessiert mich vollkommen null. Ja. Weil es ist nichts, was ich anstrebenswert finde, aber es ist, sagen wir mal so, es ist interessant. Ja. Technikmäßig gesehen ist es sehr, sehr interessant. Aber ich hoffe, es gibt noch Varianten, die auch einen kleinen Displayrahmen haben. Wenigstens ein bisschen. Hey, immerhin, ich bin gespannt, was da so Neues drinsteckt, was die Technik wieder vorantreibt. Also, weil man hat nicht so viel Innovation in den letzten Jahren gesehen. Ja. Zumindest das iPhone 7 ist ja eher berüchtigt dafür, dass es innovativ die Kopfhörerbuchse weggespart hat. Ja, das ist innovativ. Ja, klar. Das ist was, braucht man nicht unbedingt, nee. Ja. Aber ich bin gespannt, was es da Neues gibt, gerade in den mit den Health- und Care-Frameworks von Apple. Da. Ja, klar. Da bin ich sehr, sehr gespannt. News haben nicht nur Apple zu verzeichnen, sondern auch wir. Ja, wir möchten schamlos Eigenwerbung betreiben. Und zwar wird es jetzt, also es gibt einen Pixelshower Twitch-Account. Ich hoffe, du hast schon eine Rundfunklizenz beantragt. Die läuft natürlich. Ja, die ist schon in der Mache jedenfalls.
Da wird es jetzt mehr oder weniger regelmäßig Streams, aber nicht nur zu den aktuellen 4K-Hits geben, sondern auch mal für die Leute, die etwas ältere Spiele mögen, die auch mal so zu den 1990er-Zeiten da schon auch gezockt haben. Die werden da sicherlich sehr gut bedient werden. Ich denke mal, der Toni kann da noch ein bisschen mehr zu sagen, was dann genau kommen wird. Richtig. Die meisten Spiele, die da mit gezockt werden, das sind definitiv Pixel-Spiele, wo man die Pixel auch zählen kann. Ja. Und der Stream generell, der Kanal findet nur auf Englisch statt, weil es ja unser Pixel Show Kanal, der ist ja nun mal auf Englisch. Ja. Und ich versuche auch immer wieder, wenn du am Streamen bist, hin und wieder mal reinzuschauen und ein bisschen zu kommentieren. Also quasi, man sieht sich definitiv irgendwie auf Twitch. Mit Pixel Show bin ich meist selbst unterwegs, daher bin ich mal gespannt, wo man sich und wie man sich trifft. Ja, man trifft sich auf jeden Fall. Gut, wir wechseln weiter. Wunderhaft die Themen. Und zwar gibt es jetzt auch, weil ja der Toni, der ist ja so ein großer Mass Effect Fan und du bist ja auch, man möchte ja böserweise sagen, einer der wenigen, die Mass Effect Andromeda gut finden. Und ja, da gibt es jetzt bald ein neues Update. Und das ist nicht nur so ein kleines Popel-Update, wo vielleicht mal zwei Texturen ausgetauscht werden, sondern es soll sehr groß werden und unter anderem auch die Mimik und die Gestik, die ja bisher ein Kritikpunkt bei vielen war, die soll ausgetauscht werden, verbessert werden, wie auch immer. Und das heißt, ja, Mass Effect Andromeda ist dann weiter auf dem Weg zur Weltherrschaft. Das hoffe ich, aber ich muss auch gleich sagen, ja, ich finde es gut, aber gut ist eben das. Ich fand auch Mass Effect 1 gut. Ja. Aber mehr war es eben auch nicht. Also ja, es ist. Ich hoffe, man kann Mass Effect Andromeda zu dem Spiel machen, was es eigentlich verdient hat zu sein. Aber ich muss auch zugeben, ich bin selbst ein bisschen, wenn es darum geht, dass das jetzt die neue Trilogie wird, dass gerade Ryder der Charakter ist, den wir jetzt als Fans begleiten müssen. Ich fühle mich noch nicht sehr attached dazu, aber Mass Effect Andromeda macht auch ganz viele Sachen richtig. Aber zugegeben, hatte ich mich just erst gestern drüber unterhalten, wieder mal zu dem Thema, ob man, wenn man so einen übelsten Krach rausgehauen hat als Entwickler und dann kommt irgendwie eine Fortsetzung dazu, dann geht man ja schon als Spieler ultra krass gehypt rein und dann, wenn es nicht genauso ist, wie man sich vorstellt, dann ist man schon mehr oder weniger enttäuscht und ja, es ist halt nicht einfach, dann natürlich als Entwickler den Nerv der Zeit zu treffen, das zu treffen, was derjenige Spieler sich dann auch gewünscht hat und von daher, es ist wirklich schwierig und ich denke mal, es ist im Allgemeinen trotzdem ein sehr gutes Spiel. Ich bin mir sicher, weil ich finde gerade das Combat System ist ein schönes Update. Ist bedeutend besser. Es ist auch nicht mehr so linear, dass man sich sagt, okay, hier Cover-Möglichkeiten sind da, da wird es wohl gleich. Oh, und es fängt an. Das Gefühl hat man gar nicht mehr so. Also man hat viel richtig gemacht, aber auch extrem viel falsch. Und wie du sagst, Hype kann ein Spiel unglaublich zerstören. Ja. Und der Hype ist auch momentan real mit Yooka-Laylee. Release ist relativ kurz davor oder je nachdem, wann das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich schon geschehen, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die Reviews überschlagen sich, es ist grandios, es ist the best thing since sliced bread. Ja. Yeah. Und wahrscheinlich für jeden Jump'n'Run-Fan und Banjo-Kazooie-Fan. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass werden keine großen Innovationen kommen, da wird nicht viel neu gemacht, das ist einfach nur ja, altbewährtes, aber scheinbar in einer sehr, sehr guten Weise neu aufgefrischt und in einem guten Gewand verpackt. Und wahrscheinlich vielleicht einfach mal ein Spiel, worauf viele gewartet haben. Ja, aber wir müssen ja sagen, wir hatten ja gerade schon einen Hype angesprochen, von daher werden wir es mal lieber nicht tothypen. Wir lassen uns überraschen und ja, sehen uns dann wahrscheinlich bei einem weiteren Video dazu wieder. Ja.